10.700 Zuschauer waren dabei beim 111. Derby zwischen Lok Leipzig und Chemie Leipzig. Der Gäste-Fanblock pickepacke voll. 1.200 Fans der Leutscher fanden den Weg nach Leipzig. Probst Haider, Miroslav Jagatic, seine Derby-Bilanz bislang in Waage, aber im Bruno Plache konnte er bislang noch nicht gewinnen. Bei Lok kehrte der zuletzt gelb gesperrte Pipica wieder zurück. 5. Minute, Serge führt den Freistoß schnell aus. Und Osman Ategan, 7 Saisontore, aber in den letzten 4 Partien ohne eigenen Treffer geblieben, hat die erste Chance in diesem hochbrisanten Stadtderby. Chemie nach einer Viertelstunde das erste Mal so richtig gefährlich vor dem Tor von Niklas Müller. Über Umwege kommt da der Ball zum Innenverteidiger Philipp Harrandt. Und dann ist der Ball auch sofort im Tor. Und das ist ein ganz besonderes. Denn Chemie konnte im Bruno Plache seit der Neugründung bislang noch kein einziges Tor erzielen. Und jetzt sind sie da. Mauer im Hinspiel. Noch das frühe Führungstor in der ersten Minute gemacht. Gewinnt den Kopfball. Und dann ist der Innenverteidiger da. Horschig war da nicht dran. Und dann Wilton. Mustergültig kann man sagen zu Harrandt, der da einfach durchläuft, der den Riecher hat und den Ball vorbeispitzelt an Niklas Müller. Philipp Harrandt insgesamt eine von 3 Änderungen, hatte beim letzten Sieg von Chemie in Eilenburg rot gesehen und war jetzt wieder mit dabei. Und dieser Treffer gab den Leutschern Auftrieb. 29. Minute, Mauer auf Brückmann, nicht gut geklärt und da ist Dennis Mast. Aber Niklas Müller reißt die Hände hoch, verhindert das 2:0. Der Routinier Dennis Mast, 32 Jahre, 22 Einsätze in Liga 2 für den KSC und Bielefeld hier zu zentral. Aber alles in allem war seine Mannschaft am Drücker, die von Miroslav Jagatic. Von Lok kam einfach zu wenig, zuletzt auch dieses Spektakel in Cottbus verloren. Und nochmal kurz vor der Halbzeit. Das 2:0 für Chemie Leipzig. Dennis Jepel, 6. Saisontor. Ein langer Ball. Löhmanns Röden kommt nicht hinterher. Und dann spitzer Winkel durch die Hosenträger von Niklas Müller. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. 2:0 für Chemie Leipzig. Lok bislang mit einer enttäuschenden Vorstellung. Und Durchgang 2 begann erstmal mit sehr viel Rauch und wenig Torchancen. Es war ein Spiel, wo die Zweikämpfe dominierten. Dann auch etwas mehr als eine Stunde gespielt. Eine Rauchfackel, die Partie kurz für ein paar Sekunden unterbrochen. Und Weigel, der im Hinspiel noch rot gesehen hatte, räumt das Ding weg. Danach wurde auch wieder Fußball gespielt. 73. Lok mal wieder im Angriff. Adigo. Aber so sahen sie letztendlich auch aus, die Bemühungen von Lok Leipzig. Die Heimspiele sind normalerweise der Rettungsanker vor dem neuen Trainer in der Bildmitte. Jochen Seitz, der Unterfranke, wird in der kommenden Saison der Hauptübungsleiter in Probst Haider sein. Von Lok kam insgesamt einfach zu wenig, auch in Durchgang 2. Schon die Nachspielzeit, der eingewechselte Oke auf den eingewechselten Hilsner. Und dann war ja der Verteidiger zum ersten, zum zweiten Müller. Und dann Meders Schuss, der nochmal geblockt wird. Chemie Leipzig, 43 Punkte bislang gesammelt, 15 nur auswärts und 8 der 10 Saisonpleiten in der Fremde kassiert. Also sie sind keine Auswärtswucht. Lok dagegen 25 Punkte von 37 Saisonpunkten zu Hause geholt. Aber heute lief einfach wenig. Ategan dann nochmal 3. Minute der Nachspielzeit. Und auch hier warfen sich die Leutscher nochmal dazwischen, die defensiv sehr stabil sind. Nur die Top 5 der Liga haben weniger Gegentreffer kassiert. 4. Minute der Nachspielzeit nochmal. Florian Brückmann holt da Ryan Adigo von den Beinen und er hatte im Spielverlauf schon gelb gesehen. Er bekam dann von Schiedsrichter Marco Wartmann die gelb-rote Karte gezeigt. Erster Platzverweis für den erfahrenen Verteidiger. Das sollte am Ende aber nur noch Makulatur sein und dürfte Brückmann auch nicht interessieren. Denn dann war Schluss. Emotionen pur bei Chemie Leipzig. Sie gewinnen dieses Stadtderby.
Wahnsinn, was die Jungs heute hier veranstaltet haben. Ja, wir haben uns was vorgenommen, das haben wir gut umgesetzt, haben noch die persönlichen Duelle auch noch gewonnen, die wir wollten. Und ja, so sind dann eben die Derbys. Und dann noch, wenn natürlich du so eine Fanbase hast, umso geiler ist das. Ja, dann feierst du natürlich so einen Sieg nach so langer Zeit. Wir waren dran, wir waren uns sicher, wir wussten auch, dass wir heute mehr als ein Tor schießen. Haben wir vor dem Spiel schon gesagt und da wurden wir noch belächelt, aber dafür haben wir auch hart gearbeitet. Das ist heute was ganz Besonderes, ein ganz besonderer Tag, nicht nur für mich, jetzt auch für die Mannschaft. Auch ein Dennis Jeppe, der hat ja auch getroffen dann noch zum 2-0, das, was uns noch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat. Nee, das ist einfach alles heute, alles geil, alles, einfach alles geil. Und für Lukas Sirch und Co. passt dieses Ergebnis zu einer verkorksten Saison. Ich glaube, wir müssen 1-0 führen, machen es nicht, haben dann zwei Schüsse, zwei Tore. Zweite Halbzeit war dann, glaube ich, ohne Chance, nur noch Kampf. Ja. Wir haben jetzt genügend geredet, immer gesagt, wir wollen für die Fans das Derby gewinnen, weil die Fans hatten es nicht leicht diese Saison. Ja, haben heute wieder verkackt, so ehrlich muss man sein. Das ist ja pure Enttäuschung gerade. Chemie feiert im fremden Stadion. Miroslav Jagatic wurde nach Spielende auf den Zaun gebeten und er folgte dem Ruf der Fans. Chemie Leipzig gewinnt das 111. Derby zwischen Lok und den Leutschern. Hochverdient mit 2-0.